Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War Rome 2 Hannibal at the Gates, wo wir, oh ja, einen Angriff auf unsere Stadt, lol, erleben. Wie verzweifelt sind die eigentlich? Offensichtlich sehr. Ja, wir haben ein Schiff verloren. Wir halten das länger durch als sie. Also Rom ist eigentlich schon platt, ey. Das ist echt die Härte. Nur aus einer starken Position heraus mache ich einen. Nein, du hast keine starke Position. Allein schon, weil er lügt, sage ich nein. Gut, ich hätte auch nein gesagt, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte. So, Rebellion. Mehrere Rebellionen. Seuche? Ach, du ahnst es nicht. Ja, sowas und keine Lust auf eine Seuche. Schlag das alles jetzt erstmal wieder. Zweite Rebellion? Da. Bei Rom. Da ist die große Frage, kann Rom sich halten? Warte mal, wir haben jetzt hier den Balhamon. Dann möchte ich... Ah, nicht, oder? Oder wir machen Astarte? Astarte hat noch, glaube ich, mehr öffentliche Ordnung. Wieder was zum Bauen. Boah, es gibt aber schon noch einige Städtchen. Ach, das haben die auch noch. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Boah, ich bin jetzt mal so dreist und... Oh, ich hallo. Weitere Befehle. Ich lebe. Ja, das könnte mal ein spannenderer Kampf werden. Den kämpfen wir, Leute. Darauf habt ihr doch nur gewartet, dass ich mal wieder in die Schlacht schlage. Vor allem, ich bin gespannt zu sehen, wie die sich jetzt hier so durch die Speerträger durchmähen. Und warten, ich will keinen Regen haben, wenn es irgendwie möglich ist. Was ist hier Regen in diesem Spiel? Warum stehe ich so weit hinten? Weiß es nicht. So. Zusammenkommen! Adelskämpfer! Ich nehme es dir sozusagen als Reserve, beziehungsweise als Flankenschutz für die. Die Krieger wollen Blut! Warum stehen die so schräg? Ach, weil da nichts hinpasst. Oh. Come on. Kavallerie stelle ich dahinter. Die Wurfspeerkavallerie noch weiter dahinter. Die bekommen auch den Befehl zu fliehen, wenn da was kommt. Genauso wie auch die da. Ja, und jetzt gucken wir mal, ne? Lol. Ey, es darf doch wohl nicht wahr sein, was das Ding jetzt schon wieder von Scheiß macht. Geschwindigkeit. Und den habe ich mal wieder gar nicht erwischt. Wir töten sie alle. Da kommt jetzt der feindliche General angejuckelt. Zeigen wir ihm doch gleich mal, dass es ein schwerwiegender Fehler ist. Mob. Skutari! Ernsthaft, da ist Mob. Der Mob greift meine Adelskämpfer an. Jetzt geht's aber los hier. Oh fuck! Die Kämpfer sind bereit! Ich sehe da ein Problem auf uns zukommen. Wir müssen die Stadt da drüben einnehmen. Um eine Engstelle zu erzeugen. Ich sehe Big Problems incoming. Adelskämpfer!
Wenn wir uns bluten. Adelskämpfer! Kriegselefanten! Attacke! Das ist eher ungut für diesen General. Skutari! So, ihr hört es mal auf, ihr geht es mal dahin. Kriegselefanten! Skutari! Adelskämpfer! Nahkampfkrieger! Ja, der hat es hinter sich. Wir zwingen sie jetzt quasi in eine eine Angriffsschlacht, obwohl sie eigentlich die verteidigende Armee sind. Krieger bereit! Furchtlose Krieger! Adelskämpfer! Wir kommen uns Truppe! Elefanten! So, geht mal dahin. Die Wurfspeere hier kann ich eigentlich sogar schon einsetzen. Wir sind einfach, ja, tot. Einfach nur tot. Einfach nur tot. Hier war ein Steinschleuderer, okay. Kernkämpfer will ich so schnell töten wie nur möglich. Ich denke, das Geplänkle kann ich demnächst schon wieder sein lassen. Oh Männer, was tut ihr denn? Ich muss jetzt hier die Position sichern. Ihr macht mal hier schön zu. Ihr geht dahin. Ihr da. Und ihr macht zusammen mit denen hier dazu. Dann habe ich dir noch eins. Stärkung, ihr geht dahin. Okay, die Kaff kriegen wir auf jeden Fall tot. Eure Befehle, mein Herr! Das sind sogar schon die Dingens. Numidische Adelskavallerie! Wie lauten eure Befehle? Numidische Adelskavallerie! Die sind echt sauschnell, die Numidio. Wir töten sie alle! Die Kämpfer sind bereit! Wir erwarten eure Befehle! Aber es ist unglaublich, wo die einmal hinrennen. Numidische Adelskavallerie! Ja, sollen sie kommen, ne? Sollen sie kommen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich jetzt schlagen können. Was sieht aus? Oh, das ist nicht gut. Schnell vorrücken! Da sind gerade eine ganze Menge noch draufgegangen. Wow, doch mit dem Stein schießen. Warum bleibt ihr denn stehen? Ich sag doch, ihr sollt abhauen. Naja, sagen kann ich's denen ja nicht. Numidia! Schnell vorrücken, Ele! So
doppelte Geschwindigkeit. Was sieht denn aus? Ihr lasst euch ja nicht erwischen, ey. Geschosskavallerie zu eurem Diensten. Feuern auf den Feind! Verdunkelt den Himmel! So, jetzt nehmt ihr noch zu dritt diesen Trupp auseinander. Und euch hier los. Rubinische Ordenskavallerie! Nicht, was diese italienischen Schwerkämpfer wollen hier. Ich teile die jetzt auf jeden Fall mal auf, dass ich von zwei Seiten auf sie werfen kann. Das zeigt auf jeden Fall Wirkung. Weil ich hier aufpassen muss. Oh, oh. Ja, das ist sehr gut, dass wir mir den Rücken zeigen. Yeah. Den Verein gibt's immer noch. Passt es nicht. Numidische Ordenskavallerie, auf sind eure Befehle! Ja, wenn die Kavallerie endlich weg ist, kann man da auch mal was tun. Gucken wir mal mit denen hier aus. Ich nehme die Scutari da mit. Keltische Söldnerkrieger. Okay. Geschosskavallerie zu euren Diensten. Rastell, vorrücken! Vorreiter! Numidische Ordenskavallerie! Erfüllt den Himmel! Ins Geschossen bewaffnete Reiter! Oh, von zwei Seiten. Auf jeden Fall immer ein Angriff in die Seite. Oh, sie kommen, sie kommen. Den hole ich auch nochmal raus. Weiß nicht, was ich jetzt mit dieser ganzen Horde hier. Ich habe noch eine Horde an Kavallerie und weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Also ich stelle mich jetzt nicht mehr so defensiv da rein. Das ist unnötig. Bedürfen Sie alle! Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier was aufräumen. Motivier sie. Neue Aufschwung sie noch nicht machen. Einheit, was ist denn das? Ah, erhöhte Moral. Mit denen hier los? Wir haben keine Munition mehr. Okay, hier. Wir haben auch nichts mehr zu tun. Dann wäre ich mal dafür, dass sie sich mal alle hier sammeln. Hab ich den hier ausgewählt? Rollt da mal drüber. Adelskämpfer!
Schwedische Adelskavallerie. Gut, da gibt es tatsächlich noch welche, die Stress machen. Wir erwarten eure Befehle. Der Hunger nach Blut und Kampf. Schnell jetzt! Schwedische Schwertjäger. Ja. Da haben wir noch ein paar Wurfspeere. Und ihr geht jetzt den hier in den Rücken. Ja, lol. Warum die jetzt auch immer jetzt hier da reinrennen, ist mir auch ein Rätsel. Oh, sie verlieren das Interesse am Kampf. Wie ungünstig für sie. Ja, das war's. Das ist ein Stadtkampf? Ich weiß es gerade eben nicht. Geschosskavallerie zu eurem Dienst. Wir erwarten eure Befehle. Ich weiß es gerade eben nicht, aber ich nutze jetzt mal meine Kavallerie, um die alle niederzureiten. Es gibt ja auch Erfahrung für die Kämpfer. Wir erwarten eure Befehle. So gesehen kann man das ja auch mal machen, ne? Das ist echt krass. Guck mal, wie die gekämpft haben. Die sind zwar fast, also die haben die Hälfte ihrer Männer verloren, aber die haben da alle weggeblockt. Wirklich alle. Das war heftig. Das ist natürlich auf das erste Silberabzeichen. Ja, wenn wir dann irgendwann mal diese Männer nicht mehr brauchen, haben wir dann quasi wahrscheinlich Typ mit Goldabzeichen. Oh Mann. Warte mal, die Werte zu verlängern. 80 Nahkampfangriff. Der Götter mit dem Schwert, ey. Unfassbar. Ich habe 224 Mann verloren gegen 3680. Ja, nee, ist klar. Also ganz im Ernst, das ist definitiv der Walkthrough. Mit Hannibal so schnell wie möglich quasi eine günstige Söldnerarmee mit jede Menge Adelsschwertkämpfer hinzubekommen. Das ist der Plan. Zu euren Diensten. Ja, schlecht für die etruskische Liga. Uns persönlich sehr egal. Zu euren Diensten. Ich guck nur immer wieder hin und wieder mal, nur um erneut enttäuscht zu werden. Ich hätte echt gern noch mehr von denen. Hier randalieren sie immer noch rum. Wie kann ich Karthago dienen? Ja, wir warten hier noch kurz ein bisschen. Oh, die werden aber langsam aber sicher dann doch zu einer entscheidenden Macht. Bereit zum Kampf. Hab ich so den Eindruck. Marsch. Ja, selbst wenn. Jetzt sind sie da. Die lateinischen Rebellen haben nichts zu lachen. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Euch zu dienen. Kann ich diese Flotte eigentlich noch weiter ausbauen? Ja, kann ich. Sehr schön. Wie sind da noch drin haben. Kann das jetzt einfach mal so hier durch die Bank nochmal um jeweils eins erstmal erweitern. Mal bei 16. 19. Ja, und dann nehmen wir nochmal so einen hier. So. Die Flotte kann... Ach, diese Scheiß-Dinger da. Nee, das will ich nicht. Um dem mächtigen Karthago zu, kann ich Karthago dienen. Ach, die oh Gott, die haben sich die Krätze geholt. Oh, verdammt. Oh, ich hoffe, das hält nicht lang an. Wollt ihr eine Verstärkungsarmee? Die haben sich erstmal quasi die Pocken geholt oder so, ne? Boah, ist das krass hier. Moral 97, Nahkampfangriff 80. Ich meine, die haben ohnehin schon total kranken Waffenschaden von 50, ne? Dann kommt noch,
Fällt mir gerade eben ein, dass ich noch gar keine Schmiede oder sowas habe, dass irgendwie die Waffen und Rüstungen noch weiter verbessert werden. Nahkampf, Abwehr 82. Die sind auf einem Niveau. Da komme ich nicht klar drauf. Wo ist diese zweite Flotte? Also ich kann eh nichts machen. Aber ich frage mich gerade, wo diese zweite Flotte magisch aufgetaucht sein soll. Alles nur Überfallschiffe hier, aber... Hä? Da ist diese keine zweite Flotte. Krieg könnte heute schon enden. Da ist nie eine zweite Flotte gerade gewesen. Habt ihr das... Moment, sorry Leute, aber das... Ich hab eh was vergessen zu machen. Ich will jetzt sehen. Also sorry, diese Flotte muss irgendwo zu sehen sein. Die kann ja... Und Teufel soll diese Flotte sein? Ach, die da! Okay. Alles klar. Ja gut, dann ist es halt so. Die habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt. Und danach war sie auch sofort weg. Come on, wie viel Minus kann man denn eigentlich noch machen? Der ist momentan Balhamon. Kann ich echt mal gucken, wer bringt am allermeisten öffentliche Ordnung? Eschmund bringt einiges. Astarte am allermeisten öffentliche Ordnung. Gerade eben ist es nämlich hart lächerlich, was die öffentliche Ordnung angeht. Hier geht die öffentliche Ordnung auch runter. Weil... Sklaven. Also ich mache anscheinend... Also so wie es aussieht, machst du auch... Ach so, das Plündern der Städte macht Sklaven. Ach so. Oh. Ja, das erklärt ein bisschen was. Das erklärt's. Und was bringt denn das hier? Ich denke, ja, der Schrein der Astarte wird's nicht rausreißen. Wir reißen das hier ab und machen da auch nochmal was anderes für die öffentliche Ordnung hin. Das hier wird noch für öffentliche Ordnung gebraucht. Das ist 16. Ich habe viel zu viele Sklaven. Muss langsam aber sicher mal auf die Bremse treten. Kann man gar nicht mehr alles hier irgendwie in den Griff kriegen mit der Menge an Sklaven. Ich habe zu viele Sklaven. Okay, ja, jetzt kommt der Angriff auf Kroton. Halb Italien wurde versklavt. Unser Kampf wird böse enden und niemand. Ja, für euch. Dieser Sinn. Aber ihr seht schon, guck mal, also es deutet sich ein Ende ab. Die Frage ist bloß, ob die Sklavenrebellion kommt, bevor ich sie alle geschluckt habe, oder eben halt nicht. Samniten machen auch irgendwas. Was, die Römer hat diesmal gar nicht angegriffen? Warum? Gepriesen sei Balhamon. Die ist nicht ganz. Unterhaltskosten für die Einheiten, sehr gut. Wie teuer sind die jetzt? Ja, nur noch 155. Mache ich jetzt hier ausnahmsweise mal Astarte.
Falls nicht anders geht. Also wie gesagt, mir sind die Rebellen relativ egal, die kriege ich in den Griff. Ich rolle jetzt einfach über die Samniten drüber, über die Etrusker, über die Römer drüber. Einfach um hier diese Probleme zu lösen, die ich mit ihnen habe. Und ich höre jetzt auf, das zu plündern. Das macht mir einfach zu viele Sklaven. Funktioniert nicht so gut. Muss ich an dieser Stelle leider sagen, das ist einfach zu viel Sklaverei. Bereit zum Kampf. Den schlagen wir jetzt in den Verein. Ja, ja. Genug rebelliert, Freunde. Ihr habt genug rebelliert. Erledigt. Ich erwarte weitere Befehle. Ist, glaube ich, keiner aus meinem Wurf, ne? Pikin, oder bist du doch einer? Doch, bist du. Ja, also mehr oder weniger. Jetzt ist mal ein Frauchen als Belohnung dafür, dass du so toll gekämpft hast. Und die bekommt ein Level up. Ich weiß nicht, ob jetzt das auch diese Anhörungskosten minus 5% auf die Söldner und die Rüstung auch für ihren Mann gelten. Also für die Armee. Vielleicht mal vorher gucken sollen. Die Elefanten hier schon wieder voll verheizt worden von der KI. Ist ein Träumchen. Gepriesen sei Balhamon. So, dann gießen wir das mal dahin. Zack. Bereit zum Kampf. Too many slaves. Das ist das Thema hier. Ich baue jetzt alles, was irgendwie öffentliche Ordnung bringt. Auch wenn es ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ja, ich muss mich jetzt hier wieder zurückmetzeln. Ich kann das alles gar nicht in dieser Geschwindigkeit einnehmen. Und erledigt. In Bewegung, mein Herr. Weil dann hinterlasse ich nämlich quasi überall nur Problemzonen. Ich will stündliche Wachgänge. Oh, lauf schneller, mein Freund. Wie kann ich Karthago für Karthago? Es wegrennt. Und der nächste ist weg. Was brauche ich eigentlich noch, um mir noch mehr Level-Ups zu bekommen? Ah, okay, wir kommen sogar bald noch. Können wir die unnachgiebige Streitmacht auf noch mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und er ist schon Level 10, das heißt, er kann gar nicht mehr werden. Okay, krass. Ja, ich begeht gar nicht mehr. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Oh, was ist das? Der hat ja gar keinen Dingens da. Der ist auch schon Level 10. Heiligsblechle. Zu euren Diensten. Oh, die haben aufgehört zu hungern. Dürfen die das? Das ist in Rom Pflicht. Ich habe die nie anders kennengelernt hier, deswegen. Die Flotte meldet sich. Errichtet eine Blockade. Ja, lol. Ja, schlecht für diese Stadt. Ich erwarte eure Befehle. Auch die gehört uns jetzt. Baue ich direkt mal um hier. Nehmen wir denn da Astarte, ja. Wobei, ich habe ja schon Astarte. Ja, wobei Astarte finde ich ganz gut hier als Haupttempel. Dann baue ich hier nochmal um. Warte mal, Baal haben wir ja auch nicht. Halt. Umbauen. Al-Melkart. Ja, warum nicht? Anit.
so um. Und dann zerschlagen wir. Was ist das? Na, Wohlfahrt durch Manufaktur. Nein, das brauchen wir nicht. Und in dem Sinne. Wie kann ich Karthago dienen, mein Herr? Oh. Mit der Kretzentruppe jetzt noch über den Ozean. Ja, Hammer. Wie kann ich Karthago dienen? So, kriege ich jetzt irgendwie noch das Bündnis mit den Kelten hin? Ich freue mich, eure weisen Worte zu hören. Doch ihr habt doch sicher nichts gegen einen Becher Wein einzuwenden. Naja, mag's nicht, dass ich die Truppen von Rom teilweise freilasse. Ich könnte sie natürlich auch einfach mal töten. Könnte hier nochmal so einen kleinen Schub geben. Beim nächsten Mal dann, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.